Hallo, ich bin Christian Schenk von Schenkspaß und ich möchte euch in den nächsten Videos ein paar Tricks, Kniffe und auch vielleicht neue Anregungen zeigen für Luftartistik im Profi-, im Freizeit-, aber auch Kinderzirkusbereich. Gerade im Artistenbereich wird Sicherheit großgeschrieben. Man hängt hoch unter der Zirkuskuppel oder in einem Varieté und hat im Endeffekt nur einen kleinen Punkt, an dem man hängt. Wir verwenden ausschließlich Verbindungsglieder aus Stahl oder hochwertigem Stahl wie Edelstahl zum Beispiel, um eine sichere Verbindung zu schaffen. Man muss jederzeit bedenken, dass das schwächste Glied in einer Konstruktion die maximale Tragfähigkeit vorgibt. Wir bieten aktuell drei Sorten an Schäkeln an. Zwei schwarze hochfeste Schäkel für Varieté, natürlich auch für den Zirkus. Und einen hochfesten Schäkel aus Edelstahl für den dauerhaften Gebrauch im Freien. Bei den schwarzen hochfesten Schäkeln gibt es zwei Varianten. Einmal mit einer Sicherungsmutter und Splint. Und einen weiteren, den man durch ein kleines Sicherungsseil oder ein Draht oder ein Kabelbinder auch sichern kann. Das gleiche funktioniert auch bei dem Schäkel aus Edelstahl. Dieser wird auch über ein Drahtseil gesichert. Ist der Schäkel nicht gesichert, lässt er sich relativ leicht auf- und zudrehen. Gerade bei Bewegungen, die hoch unter dem Zirkuszelt stattfinden, kann man so nicht sicher garantieren, dass der Schäkel auch zubleibt. Durch ein kleines Hilfsmittel, zum Beispiel dieses Drahtseil, dies kann aber auch ein Kabelbinder sein oder ein Draht, kann man diesen Schäkel sehr einfach gegen das versehentliche Drehen verhindern. Diese drei Karabiner bzw. Kettennotglieder, wie sie im Fachjargon heißen, haben verschiedene Anwendungsgebiete. Der erste ist gedacht für Bänder und Rundschlingen, wie bei zum Beispiel Strapaten. Der zweite ist gedacht, um zum Beispiel Drahtseile mit einem fliegenden Trapez zu verbinden. Und der letzte, den verwenden wir häufig, um eine Verbindung zwischen Baumwollseilen und einem Aufhängepunkt zu schaffen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen die Kettennotglieder mit den in der Bedienungsanleitung angegebenen Drehmomenten verschlossen werden. Neben den Standard-Kletterkarabinern bieten wir auch Karabiner aus Stahl an. Diese sind auch für die Luftartistik sehr geeignet, können sehr schnell geöffnet und geschlossen durch ein kleines Drehrädchen gesichert werden. Hier findet ihr einige Anwendungsbeispiele.